Jo, Freunde, Telos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part der Pokémon Rubin und Saphir Soul Link zusammen mit dem Eve. Es geht ab, meine Freunde, ein herzliches Willkommen. Gut, Freunde, wir sind auf Route 126, wo wir im letzten Part einen Encounter gefangen haben, zwar Elekid auf meiner Seite und Dragorn, Freunde, auf Eves Seite. Und ja, in diesem Part müssen wir, wie heißt das, so ein Versteck von Team Aqua Magma, oder? Wie war das? Tiefseehöhle. Ja, genau, wir wollten genau. Tiefseehöhle. Ich verwechsel es immer mit der Urzeithöhle. Also wir wollten zur Tiefseehöhle, Freunde. Wollten gucken, dass wir da jetzt, ich will nicht sagen, Encounter fangen und beziehungsweise da im Prinzip Groudon und Kyogre erwecken, ne? Stimmt, ich glaube, wir haben dann sogar schon die Möglichkeit, die zu fangen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das kannst du erst in der Stadt machen. Nach der 8. Arena oder so, ich habe keine Ahnung. So, dann begebe ich mich jetzt erstmal zu 128, so. Da wollten wir noch einen Encounter fangen und dann gehen wir runter zu Tiefseehöhle. Ja, ich mach hier noch nebenbei so die Trainer mit, habe ich ja gesagt. Okay. Stimmt, ich auch. Gut, perfekt. Schmierbe! Freunde, genau, ich habe Elekid 3 Level offline trainiert und auf Level 30 jetzt, was es bald sein wird, erwartet euch dann ein Electake, eines meiner Lieblings-Elektro-Pokémon. Ich feiere es. Das sagst du doch nur, weil du ein Elektro-Pokémon bekommen hast. Hättest du jetzt ein Voltenso gehabt, würdest du sagen, oh, das ist so toll. Voltenso finde ich auch cool. Nee, ich wollte fragen, hatten wir die... Heute bei Mid-Finale würdest du sagen, oh, toll, das ist so toll, ich habe Elektro-Pokémon. Hatten wir die Frage des Tages schon mit Lieblings-Elektro-Pokémon? Ich meine, du hattest schon ein paar Mal so. Ich hatte mit Wasser, glaube ich, und ich glaube, ich hatte auch schon mit Elektro schon mal gemacht. Okay, gut, aber sonst hätte ich die jetzt genommen. Nee. Mach doch nee. So die Lieblingsfrage, oder die Lieblingsfrage. Die Lieblings... ich hätte eine Idee. Lieblingsbaby-Pokémon. Vonaira. Oh, das ist so süß. Ich finde Elekid. Okay, hier muss ich genau auf achten, wann ich auf Route 128 bin, weil wir haben letztes Mal nämlich bitte die Encounter vergangen. Aber ich hab noch richtig viel, ich muss auch richtig viel schwimmen. Das Gute ist jetzt halt, dass wir auf 28 in der Tiefseehöhle, auf 29, auf 30, auf 31, überall können wir, Freunde, Encounter fangen. Also, es wird auf jeden Fall... Und wenn wir, sobald wir es haben, können wir einmal so eine ganze Wasserroute, wo wir nur lang schwimmen müssen. Und einfach jedes Mal Encounter fangen können. Da freue ich mich mega drauf. Dass wir safe vor der Pokémon-Liga noch ein paar coole Pokémon bekommen, bin ich auf jeden Fall... Ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, wie ich hier rauskomme. Mit Drachenwut Dragoran, das fuckt mich schon ein bisschen ab. Gegen dich jetzt selber, oder was? Ja, das macht mich gerade... Ja, ich gehe jetzt auch in Kali. Mhm. Oh, dieses Zubiris setzt die ganze Zeit nur Scanner ein. Sorry, Freunde, ja, jetzt gedingst. Jawohl, Enel erreicht Level 30. Enel, du hättest einen so coolen Namen haben können. Enel, aber du ist cool. Enel ist cool, du kennst gar nicht. Kennst du Enel? Ja, One Piece, Alter, ohne Witz. Gut. So, Route 127 bin ich jetzt. Muss ich jetzt eigentlich nur runterschwimmen, genau, ne? Dann musst du runter. Ja. Pass auf, dass du nicht auf 29 direkt kommst, weil die bereiten wir noch auf. Ja. Ich brauch jetzt nur runter eigentlich. Okay, Papunga. Und ich habe mit Deoxys geleadet. Aber noch auf 27, ne? Oder jetzt der neue Encounter. Nee, immer noch der gleiche. Oh, toll, Papunga getötet. Oh, hab ich Glück gehabt. Was? Pantimos hätte fast meinen Carpels gekillt. Ohne Witz, lass den Scheiß. Ich lass Morlord sterben. Dann hast du deinen Senko weg. Nein, bitte nicht. Lass hier Deoxys killen, dafür wäre ich. Nein. Dann lass ich meinen Dragoran sterben. Nee, mein Radikal. Was war nochmal mit Radikal? Nein, nicht Glurak. Glurak. Nein. Alter. Kennst du das so, wenn jemand so hart erpresst wird, so wie im Film? Oh Gott, hast du das mit mir vor, nee, oder man, was? Man erstellt die Nichte gegen ihn, verstanden? Mafia-Boss, Alter, ich muss doch so ich will jetzt endlich mal diesen Trainer hier besiegt haben. Hab ich ihn jetzt besiegt? Ja. Oh Leute, das ist noch ein Trainer, den gönn ich mir. So ab. Oh, hier stimmt, Elekid entwickelt sich. Hey, das hast du gesagt, dass sich das relativ direkt entwickelt. Genau, wir dachten halt erst per Freundschaft, dann habe ich offline nachgeguckt und da stand per auf Level 30, oh, deswegen ja. Gott, Impagator, alles klar, Mann. Ach, schade, dass du kein Electek hast, ne? Schade, dass ich kein Electek brauche. Ich habe Deoxys, Psychokinese. Boom. Du hättest doch sogar Latios mit Donner, du hättest ja Donner kaufen können im Einkaufszentrum. Mach ich aber, erst wenn ich zur Liga gehe, weil ich will das nicht verschwenden. So, ich bin auf Route 128, ich würde einfach sagen, ich fange mir jetzt den Encounter. Oder soll ich noch den Trainer machen? Komm, ich mach noch den What Trainer. What the fuck, 1500 XP, Alter, Impagator, das ist sick. Dummiese kommt, oh mein Gott, nein, Dummiese kommt, fuck. Das Dummiese. Ist zu stark. Ich hab immer so gehofft, ganz ehrlich, dass Dummiese eine Weiterentwicklung kriegt.
So eine Mega-Entwicklung oder sowas, ne? Ja, das liegt ja rum in den Joto, dachte ich immer, also damals zu Gold- und Silberzeit, ja. In der Höhle gleich am Anfang, dachte ich, dass dieses Vieh total besonders ist. Stimmt. Ah, ich hatte ja per Schutz, stimmt. Ich hatte ja offline trainiert, hatte Schutz, ich habe das voll vergessen. So, der Encounter für diese Route wird sein... Ja, jetzt kommt irgendwas. Jetzt bist du schon bei 29? Nee, ich bin auf 28. Ach, ja, 28, so, ja. Der Encounter, oh, es wird was Gutes, weil diese Wasserdinger so werden. Oh, fuck. Wird das Gutes. Ein Volbeat. Oh, Gott. Volbeat. Das ist nice, nimm das bitte. Leute, was hat er denn jetzt? Das habe ich nicht aufgepasst. Ich kann was nur... Was ist ein Elektromon? Weil Elektromon, was er hatte, ne? Oh, nee, Merrill. Ja, nice, kann ich auch mitleben. Volbeat ist doch scheiße, ist Käferflug, glaube ich, ne? Aber Volbeat ist eigentlich gar nicht so schlecht. Schweifglanz kann das viel und dann kannst du, ich glaube, da kannst auf du in der dritten Gen Schweifglanz, gibt es das? Ich glaube, Donnerschlag müsste es tanken, üben. Hoffe ich. Ja, ist nicht sehr effektiv. Ja, wir haben, nicht ich weiß es echt nicht, also Ampel ich müsste euch. Eigentlich liegen. Na, warum wollte ich, weiß es wird gerade was Gutes, weil diese Animation kam und dann wird es nur wollen. Oh, wenn ich jetzt was Gutes kriege, habe ich auch noch Pokebälle. Jawohl, ich krieg's paralysiert mit Donnerschlag. Jetzt kriege ich es leicht zu fangen. Ich muss gleich erstmal gucken, ob ich noch Pokebälle habe. Hast du safe? Ich habe offline ein paar geholt. Hab ich nicht gemacht. Mittlerweile bin ich auch wieder richtig relaxed, Freunde, muss ich sagen. Sonst hätte ich echt so dieses Problem, oh, wir sind knallhart unterlevelt, wir müssen echt mal ein bisschen aufpassen. Und wir aber hatten mittlerweile kaum Pokémon, so, ja, und jetzt geht's. Genau, jetzt geht's so mittlerweile. Jetzt bin ich echt so ein bisschen, wo ich sag, boah, du, Simon und ich könnten das Ding hier wirklich noch reißen. So, ich habe Volbeat gefangen, ein scheiß Pokémon, was ich nicht brauche. Jirafari kommt rein. Ich gehe mal in die Coil und werde mit einer Stärke easy viel Damage machen. Komm, ich nenn's Nicole. Nennst du nicht, weil ich habe schon Nicole. Hast du schon? Radikal. Ach ja, stimmt, du hast Radikal. Du kannst... Hast du einen Namen? Ich habe keinen Namen. Keiner wollte ein Käfertyp sein. Ich habe meine Liste wieder da vorne auf den Tisch gelegt. Ich werde sie gleich holen, ja. Wenn ich meinen Encounter habe. Geht es jetzt runter? Kann ich, stehe ich hier die ganze Zeit vor dem Encounter? Ja, warte doch eben. Nee, ich habe hier wirklich keinen mehr. Krass. Ich weiß auch nicht, warum ich meine Liste immer von meinem Schreibtisch weglege. Ja, verstehe keine ich Ahnung. Nicht. Freunde, wer noch nach keinem Pokémon benannt wird, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Genau. Weil dann behalten wir auch wieder die Übersicht. Dann kommen halt neue dazu, beziehungsweise kommen auch alte wieder dazu, die wir vielleicht vergessen haben. Aber ich denke nicht, dass wir hätte noch vergessen haben. Tim hätte ich noch frei, zum ja, Beispiel. Passt. Ist auch männlich. Ja. Ist es so. Wollte der Käfer sein, oder? Nee, aber hier steht Tim bei mir noch auf der Liste. Okay, den habe ich noch nicht abgehakt. Habe ich Tim, aber Tim ist jetzt auch hier auf der Box, weil unser Team steht hier eigentlich, ne? 15 Hyperbälle müssen reichen, ne? Oder wie viel Gold... Ach, Gold, wie viel Gold sag ich schon? Wie viel Pokédollar habe ich? Bin ich big in business wieder? So, du, ich möchte aber jetzt schon tauchen. Ja, geh doch tauchen. Ich guck mal, was ich kriege. Ich habe nur 2000 Pokédollar. Wie schwer ist es aber denn du hier du bist an so Geld schlecht. Alter, weißt du, wie schwer das hier an Geld zu kommen ist? Ich bin ein richtiger Pleitegeier im... Ja, okay, ich bin das vielleicht auch schon im Wieland, aber auch im Pokémon. So, ich bin jetzt gleich eine Route tiefer. Perfekt. Ah, ich bin in der Höhle, perfekt. So, und dann werde ich gleich wissen. Route 128, mein Encounter wird ein... Irgendwas Cooles? Jetzt kommt doch sein. Nein. Altaria darf ich nicht nehmen. Ja, muss nochmal neu. Ich wollte schon sagen, Zapdos. Wäre richtig geil gewesen, dann hättest du es so reinnehmen sick. Müssen. Dann hätte ich meine Elektromon. Ja, dann hätten wir es aber für Robo gemacht, also für Gyarados und Ding. Ich habe halt zwei Normaltypen. Ja. Ich habe halt jetzt jeden... Jetzt Libiskus. Ja, das kannst du wieder Venusaur nennen, das war ja so ein ähnliches Pokémon in Perlo. ich hau mal ein Zertrümmerer drauf, das dürfte es nicht killen. Libiskus, jetzt hatten wir beide Pech gehabt. Freunde, uns erwarten auf jeden Fall noch in diesem Part mindestens einen Encounter. Mindestens noch ein mehr. Ich weiß schon, wie ich es nenne. Weil es ein Herzchen hat, heißt es. Ich weiß es wirklich noch nicht, wie ich es nenne. Guck mal, die Statuswerte. Ich habe übrigens auf Electek den Fokusband gemacht. Manchmal schützt Fokusband vor One-Hit-Attacken. Genau. Gut. Oh, ich lach dich so aus, wenn das nicht funktioniert und du freust und dann auf einmal so. Wieso hilft das nicht? Ja, ich habe halt Electek. Angst vor Dictry mit Wegsperre und sowas. Aber da habe ich. Ja, ich habe nur Sternschauer gegen Dictry. Naja. Ich nenne es Annika, das Libiskus. Passt. Ist auch weiblich, passt. So, ich bin in der Tiefseehöhle und dann würde ich darf sagen... Darf ich Annika jetzt auch hier weg? Noch ein Trainer, den gönne ich mir auch nochmal eben. Hallo! Es gibt keinen stärkeren Trainer als mich!
Sagt er uns, wie tief. Pass oh, auf. Oh, wir brauchen Stärke und. Haben wir Stärke und Zertrümmer, ja, ne? Ich ja, ah, du fuck, nicht. Hab ich das. Oh, jetzt muss ich gucken, wem, welches Pokémon ich es beibringe. Roselia ist Gift, ne? Oh, ja, die ja, Roselia ist Gift, Pflanze. Alter, Psychokinese. Boom. Gibt, glaube ich, bestimmt noch gute P, denke ich mal. Hoffe ich zumindest. Komm, Robo. Hab ich echt. Komm, Robo, bitte tank das. Oh, nice. 1000 EP. Alpollo. Das kann ich auch mit Psychokinese treffen. Ja, nice. Sehr effektiv. So. Alter, wenn ich, aber wenn es dann mit einer Geisterattacke auf mich kommt, gegen Deoxys, bin ich richtig am Arsch. Ja, Pech gehabt. Ja, dann ist Gyarados down. Wieso nicht? Ja, ist nicht schlimm. Oh, Gyarados hat auch schon wieder ein Item. Muss ich mal abchecken. Du musst das echt öfters abchecken. Das Ding kann ja, alle 2-3 Minuten weiß, immer ein Item Sonderbonbon, haben. Sonderbonbon, Topgenese und sowas wäre halt immer cool. Oh, Morabel kommt zum Schluss. Ich gehe mal in Jordan. Also mein Dragoran. Es hat einen Beleber, ja cool, kann ich verkaufen. Gut. Denke ich mal auf Drachenwut. Oh, Drachenwut, so schöne Attacke. Ach, nice. Die hättest du am Anfang gebraucht, jetzt ist die nicht mehr so sinnvoll. Trotzdem, 40 AP, weißt du, wie schwer das ist, ein Pokémon über 40, die jetzt schon über 40 haben bei Level ja, 34. Natürlich. So der das erste Trainer hier. Das ist noch ein Safer Tool oder so. Ja, gut, stimmt schon. Okay, Morabel ist jetzt ein Tree-Hit, aber es tötet sich halt auch schon fast selber. Das Problem ist, er hat einen Hypertrank. Lol, was für ein Zufall. Mein Gegner hier in der tiefsten Höhle hat einen Libiskus. Oh, töte es bitte. Ja, natürlich mit Donnerschlag. Safe mit Electric. Aber die Trainer hier, guck mal, Team Magma oder beziehungsweise Team Aqua bei mir, es überlebt mit einem KW. Was? Es hat halt schon ein Pokémon auf Level 37. Das ist heftig. Ja, sie dann haben schon Pokémon auf Level 37 und ich bin hier mit Electek auf Level 30. Ich muss Drachenklau unbedingt haben für Dragoan. Das stimmt. So. Findest du bestimmt und, noch. Du hast doch Drachenhaut, ne? Kannst du auch direkt... Ach nee, du hast nur Drachenwurzel, ne? Fuck, ja, fuck. Das bringt mir nichts. Ja, Windhose habe ich halt, ne? Hm, stimmt. Gut, Windhose aber ist Flug oder Drache? Weiß ich gar nicht. Nee, das ist Drache, aber zieht halt nur 40 ab. Aber ja, mit Drachenhaut ist es okay. Aber das habe ich im Moment auf... Pascal. So, ich fliege jetzt noch mal einmal nach Moosbach City wieder. Ja, gut. Hi, meine Monster, dann gehe ich auch in die Höhle, weil ich gucke jetzt lieber noch mal, ob ich auch wirklich Stärke und so dabei habe. Hast du. So, beziehungsweise ich habe jetzt irgendein Pokémon jetzt beides beigebracht. Gut, ich muss eigentlich auch beides haben. Er hat hier einfach ein Meganium auf Level 38. Fuck off. Meganie? Aber ich habe Glurak. Alles cool, Freunde, ich habe Glurak. Ich hatte auch mal eins. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Kannst dich noch dran erinnern, ne? Nein. Sagt mir überhaupt nichts. So, ich habe Stärke, habe ich Surfer, habe ich. Ich habe sogar Zertrümmerer und ich habe sogar, glaube ich, Zerschneider mit. Also von daher, ich habe alles. Es überlebt schon wieder knapp. Ein Snap Flammenwurf tankt es. Ey. Ich kann nur 3 Bälle kaufen. Ohne Witz, ich verkaufe jetzt einfach wieder was. Ja, machen wir. Schaffst in diesem Part gar nicht mehr zur tiefsten Höhle. Gut. Ich möchte halt noch den Encounter fangen und will wissen, was du hast. Ja, ich bin ja auch gleich da. Wie ich dich kenne, weiß noch nicht mal, wo du tauchen sollst. Als ob, sagt der Richtige zu mir, ne? Sagt der Richtige zu dir, der sich jedes Mal verläuft und vor dem Part immer mit sich guckt hat. Freunde, ihr müsst wissen, ich muss eine halbe Stunde mit ihm reden, bis er endlich checkt, wo wir hin müssen. Komm, das wusstest du selber nicht. Doch. Nein. Doch. Wir haben halt genau die ganze gesagt, wohin müssen wir? Müssen wir zuerst nach zur 8. Arena da? Müssen wir zuerst in eine Höhle? Wo bin ich denn hier jetzt? Ich glaube, hier muss ich gar nicht weiter, oder? Oh, ich habe einen Encounter! Oh, nice. Und was ist es? Ein Sazenia! Ein Pflanzegift-Pokémon. Ist okay. Ein Sazenia ist richtig stark. Sagt er und lässt es sterben. Er ist ein Gift-Pokémon, feiere ich auf jeden Fall. So, ich will jetzt erstmal wieder runter. Erstmal. Komm, Glurak. Zazenia ist cool. I'm dreaming for the white Christmas. Kingla, ich hau dich um, weil ich es kann. So, mit Erdbeben krieg ich es bestimmt geschwächt, ne? Ich biete jetzt einmal mal ein bisschen. Oh, ich hab vergessen, dass Erdbeben normal effektiv ist, aber es tankt zum Glück. Ich hab voll vergessen, dass Erdbeben durch den Gifttyp normal trifft. So. Du hättest es also fast getötet. Ich hätte es fast getötet, ja. Es hat aber überlebt. Getötet. So, ich bin wieder 128. Einmal runtergeschwommen.
Du musst zu 27, nicht zu 28, du Pflaume. Ich muss doch da runter in die Höhle. Ja, aber die ist ja bei 27, nicht 28. Ich hab Satzenia. Ehrlich? Ja, mit einem Hyperball. So, ich bin wieder auf 27 und getauchen. So, ja, jetzt kommt's wieder drauf an. Wie nenne ich Satzenia? Okay. Schlohkraut nochmal bekommen. Oh, nice. Ja, dankeschön. Ist doch cool. Und hier muss ich schon mal... Ohne Witz, wo bist du runtergegangen? Tauch einfach mal, du findest es schon. Also auf 27 bin ich runtergegangen. Da musst du, auch wenn du getaucht bist, musst du weiter nach unten tauchen. Weil ja, nach 28 runter. Oder? Echt? Ja, dann bei 28. Dann hast du recht. Ehrlich, ohne Witz, ne? Beklag mich, geh auf 27. Oh, ich hab jemand mit Gift. Cliff. Du hattest sie mal, ist aber gestorben, ne? Nee, Cliff ist mein Abok. Ach, das lebt noch, ne? Na toll, kann ich nicht. Richtig, Mann. Es lebt noch. Er hat Style und das Geld, die Cliff, so, ne? Ja, dann helf mir mal. Hast du jemanden mit Pflanze Gift? Luca. Nee, nenne es Dani. Dani? So. Ja, ich glaube, ich hab's jetzt auch. Von Patrick, gefunden. Die Freundin? Und ich hab sie, ja. Ich hab's jetzt gefunden, die unter Wasser. Mit zwei N oder mit einem N? Also, es kommt nicht von Daniel, das weiß ich. So, Tiefseehöhle. Ich nenn's mal Dani mit. N-I. Gut. Ich bin jetzt in der Tiefseehöhle drinne. Mein Encounter wird ein fucking geiles Ente sein. Please. Nein. Also, ich dachte schon. Nicht schon wieder. Ich will, ganz ehrlich, ich will mich richtig über Elektro-Pokémon freuen. Bin ich denn Zapdos, ich habe dich noch nicht gesehen. Bitte, ich brauche dich jetzt hier in dieser Höhle. Oh, hier gab's noch einen Marcel, einen Europe. So, bitte. Und es, mein Encounter wird aus der Tiefseehöhle wird ein... Wanetis, bitte. Nein, Elektrik. Bitte kein Au. Mew! Oh, was hast du? Mew! Ich fange es. Safe, eiskalten Mew. Ja, gut. Können wir für Geradax reintun, wenn du möchtest. Ja, du musst Deoxys rauspacken. Ich bitte dich. Ja, du hast zwei. Einen Psycho-Pokémon brauchst du. Pack Säcke raus. Nein, ich pack. Du brauchst Junge, einen. Ich hab ein voll legendäres Team. Brauchst du nicht. Das ist so OP. Es hat Wandler. Lol. Ist das gut oder schlecht? Das ist schlecht. Stimmt eigentlich, so wie Deoxys, ne? Sind jetzt der Trümmerer, Verfolgung, ich weiß gar nicht, wo ich hier lang muss. Eigentlich kann mich nichts hart treffen. Ich bleib mal drinnen, außer die Verfolgung. Der Eisfeld Mew. Also erzählen ist cool, ne, Freunde? Verfolgung kommt. Okay, ich darf nicht rauswechseln. Wo bin ich hier? Junge, macht die viel Damage. Wovon zum Teufel bin ich hier? Oh, hey, Junge, Alter. Junge. Hier bin ich. Wenn ich rauswechsle, ist mein Deoxys weg. Ja, dafür hast du aber Mew. Ja. Nee, Mann, ich muss mich jetzt erstmal heilen. Wo hab ich. Ich hab noch ja, Supertränke gekauft da. Mach das. Krass. Alter. Es geht jetzt nicht die ganze Zeit auf Verfolgung. Oh Gott, das weckt dein Team. Nee. Das hat es dann nicht nur 5-mal die Attacke. Verfolgung? Ja. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Der Trümmerer kommt. Ich schmeiß jetzt mal einfach einen Pokéball drauf. Vielleicht behalte ich sie jetzt schon drin. Oh, fuck, Alter. Verfolgung. Scheiße. Einmal. Und es ist draußen. Aber ich weiß nicht, ob ich flüchten soll. Nachtnebel kommt. Das zieht 30 KP ab. Oh, fuck, willst du echt dir entgehen, Mew zu fangen? Du willst nur, dass mein Deoxys stirbt. Halt die Klappe. Nein, Mann, aber Mew ist doch cooler als Deoxys. Nee, du willst nur, dass ich das mache. Nein, Quatsch. Also Azenia wäre nicht halt nicht schlecht zu behalten, ne? Ich feiere halt hart Azenia, deswegen. Ich will aber meinen Deoxys nicht verlieren. Mach, was du möchtest. Wenn es jetzt nicht drin bleibt in dem Ball, werde ich es danach töten. Oh, oh. Eve hat gesprochen, Freunde. Eve hat gesprochen. Nachtnebel kommt. Ja, ich werde es töten. Bleibt mir nichts anderes übrig. Gut, das war's mit dem Encounter. Ja, ich könnte noch flüchten, aber das ist mir zu unsicher. Ich gehe jetzt auf eine Verfolgung und werde das Ding töten. Das, was mich jetzt richtig abfangen wird, wenn das Ding schneller ist und den Speedteil gewinnt. Warte mal. Nein, jetzt bin ich wieder ganz vorne, oder? Ich bin wieder ganz von vorne von der Tiefseehöhle. Was sind das für doofe Rätsel hier? Habe ich noch irgendwie die Zitrusbeere irgendwo hier, bitte? Da hast du nur drei Heil-Items, ne?
Ich habe schon drei genutzt, aber trotzdem. Du darfst keine Titus-Berry mehr. Nee, so sind die Regeln, Dude. Verfolgung, ich bin schneller und es ist bitte tot, bitte tot, bitte tot und es ist tot. Oh. Also hast du es gekillt. Gut, okay. Ja, klar. Ja. Ich hätte Deoxys verloren, sorry. Du hättest, wie gesagt, neues Psycho-Pokémon bekommen, aber... Ja, aber es kann jetzt Cosmic-Kraft. Ich bitte dich. Erhöht dich mit der Verteidigung und die Verteidigung. Ich kann mal sweepen damit. Ja, gut. Ich verlerne direkt, ganz ehrlich, ich verlerne direkt Verfolgung. Ich brauch's nicht mehr. Ich habe das jetzt auf Radikal. Das ist auch noch dann, ja, auf Radikal. Boah, Electek ist so gut mit Statik. So, dann würde ich aber sagen, wenn du nichts dagegen hast, beenden wir hier den Part. Wir haben die 20 Minuten voll. Dann werden, dann werden wir gleich weiter aufnehmen, Freunde. Wir machen gerade so eine kleine Aufnahmesession. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Uns würde es auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns morgen wieder. War das morgen dann? Oder ist das erst Donnerstag? Wann haben wir jetzt den Part hochgeladen? Das ist jetzt für den... Also heute ist Donnerstag. Für Donnerstag, genau, richtig. Also morgen. Genau, und, morgen ist Freitag, Freunde. Da kommt dann der Part bei mir auf den Kanal. Also da dann einmal wieder rein oder reinschauen, vorbeischauen. Weil immer wenn wir vorproduzieren, kommen wir irgendwie durcheinander. Mein Gehirn macht nicht so viel mit. Siehst du, du denkst, das kenne ich, du denkst einfach nie weiter als das Mittagessen. So geht's mir auch. Richtig, richtig. Absolut, was die Freundin kocht, absolut richtig. So, dann würde ich sagen, wie gesagt, wenn euch gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen um 17.30 Uhr wieder auf dem Kanal von Hanno. Und da würde ich sagen, haut rein, bis dann. Und ciao.